Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20 mit dabei, der Mulle. Hallo. So, wir haben dann jetzt heute mal ein bisschen vor, ein bisschen weiter mit Botania zu machen. Und da wollten wir heute ganz endlich mal die Orchid machen. So, da wollte ich jetzt mal schauen, was hat man jetzt hier hinten schon mal? Rune of Water, Fire, Warf und Air. Wir brauchen eine Rune of Sloth, das ist eine Rune of Autumn und Air und zwei Mana Diamonds. Und Autumn ist... Okay, was war mit der Rune of Pride? Rune of Fire, Rune of Summer, Mana Diamond. Hm? Okay. Haben wir eine Melone? Melonen? Also Melonensamen haben wir auf jeden Fall. Ja, dann... Kann man eben nachgucken, du brauchst einfach nur so ein Melonenstück oder wie? Ja, eine Melonenscheibe brauche ich. Ja. Hab schon. Haben wir? Hab ich. Okay. Moon of Earth haben wir nicht mehr, okay. Also ein Kohleblock, Mushroom, Stone und drei Mana Steel. Kohleblock. Drei Cleanstone. Ne, warte mal. Das war ein Cleanstone, oder? Ja. Einen Mushroom. Alter, zum Glück haben wir noch so viele Pilze. Und Mana Steel. Habe ich meinen Wand of Forest? Wo ist denn der? Mein Wand of Forest. Oder ich wollte mir da glaube ich sogar einen neuen gemacht haben, oder? Stimmt, dein alter hat ja nicht so gut funktioniert. Nee. Oh, willst du immer schnell meinen haben, dann mache ich mir schnell einen neuen. Mir egal, ich brauche ihn eigentlich gerade nicht wirklich. Ich brauche nur ganz kurz einmal für... ich mache das einfach lieber in die Ei. Halt, um das gleich zu aktivieren, das Ritual. Ach so, okay. Okay, wir waren jetzt bei der... Nee, wir waren bei der... Rune of Pride, die Rune of Summer, da brauchen wir eine neue Rune of Earth, okay. Okay, das ist einmal so, so, so. Und ich hab's mal das Ziel vergessen, ach, da haben wir noch was so. Über habe ich gesehen. Dreimal das Ziel. Ja, das hat fast geklappt. Kannst du einmal aktivieren? Dann mache ich mir jetzt erstmal gerade ganz schnell einen neuen. Ja. Oder haben wir zufälligerweise noch einen hier rumfliegen? Wäre zu schön gewesen. So. Aber Donnerstag wolltest du mitkommen nach Köln, ne? Ups, denke. Wir müssen immer noch mal Flo überreden. Ah, der kommt nicht mit. Ja, schon klar, aber ich will den einmal mithaben. Du musst den Kakao einmal probieren. Ja, close. Also, falls es gerade welche gibt, die sich interessieren, worüber wir labern. Wir haben in Köln so einen kleinen Laden gefunden, so ein ganz kleines Café. Und die machen einfach so einen awesome Kakao, das ist krass. Sebastian? Jo? Hast du vielleicht vergessen, das Mana aktivieren? Das wäre vielleicht möglich, aber ich habe gerade im Waffel-Ritual überhaupt keinen Mana. Wir haben doch hier die Redstone Clock mit dem Redstone Mana Speeder. Ja, ja, schon klar. Du hast vergessen anzuschalten. Ja, ja, ich weiß. Ja, 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 ja. Ich will gerade auch noch kein TNT zünden. Warum hält sich die Menge an Mana, die durch so einen Mana Speeder durchfließt, von Grenzen? Ja. Das ist mir nämlich auch schon aufgefallen und ich habe auch nochmal da einen Kommentar bekommen. Und zwar vom, mal wieder von Mike Grund. Und zwar sollen wir uns die Sparks machen. Okay. Und zwar können wir die. Sind das auch mal der Transporter? Problem ist einfach, wir brauchen dafür Blaze Powder. So, wie funktionieren die Sparks dann? Du setzt quasi auf einen Mandelpool einen Spark hin, dann einen. Darauf, wo es hin soll. Und dann wirklich nur, wenn er der Runic Altar Mana braucht,
zieht er sich das Mana aus dem Mana-Pool. Okay, das klingt gut, weil ganz ehrlich, so ist das irgendwie Mist. Ja, das ist auch wirklich nur das Erste. Also muss einmal, wenn wir später mal ein paar ordentliche Schwerter haben, mit ein bisschen Looting, gehen wir mal zusammen im Nether ein bisschen Blazeforts farmen. Jo. So, ich habe auf jeden Fall jetzt gleich wieder einen neuen Wand of Forest, den mache ich mir in Light Blue. So. Ah, ich könnte euch einen Living Stone mitbringen. Living Rock meinte ich natürlich. Okay, Rune of Earth haben wir. Okay, das war bei der Rune of Pride, Rune of Summer. Eine Rune of Earth, Rune of Air, Sand, Sand, ein Slimeball und eine Melonenscheibe. Eine Rune of Earth, Air, Melonenscheibe und Sand und Slimeball. Oh, ich habe schon wieder so eine dreckige Katze draußen. Alter, jetzt im Ernst. Die Katzen sind die schlimmsten Viecher im ganzen Modpack. Stimmt, die Viecher. Ja, das ist nicht lustig. Okay. Ah, wir haben anscheinend einiges an Mana angespart. Auf jeden Fall schnell fertig. Ganz ehrlich, ich würde sagen, den Mana-Pool. Was? Machst du den aus? Ah, jetzt geht das. Lass wir den einfach beide hier hinfüllen und dann haben wir jetzt hier einen Mana-Pool nochmal für einen Notfall mit TNT. Ja. Halt, ja gut, wir brauchen wirklich dringend die Sparks, so ist das wirklich Rams. Ja. Ach, und ich wurde mal gefragt, wieso wir uns eigentlich nicht. Lol. Mindestens mal eine zweite Pure Daisy gemacht haben. Damit das ein bisschen aufgeteilter ist. Oh, pff. Ja, da hat nicht immer ganz gut gereicht. So oft braucht man das Zeug jetzt nicht. Als Maulkatze. Die Katze draußen oder deine Katze? Oh, in Game. Ah. Meine Katzen habe ich eben noch erfolgreich alle aus dem Zimmer entfernt. Oh, ich habe das einmal noch so abgefeiert. Nein, jetzt nicht. Ihr Scheißviecher! Was ist denn jetzt passiert? Die hat mir ins Gesicht gefurzt! Standard. Ich habe das so abgefeiert. Das war wirklich so, like you had one job and you did it. War jetzt auch geil, ich war ja jetzt, als hier die VOG-WM im Fernsehen lief, war ich mit ein paar Freunden bei einer Freundin mal das angeschaut. Und ein Kumpel von mir hat eine richtig krasse Katzenhaarallergie. Der hat dann die ganze Zeit angefangen zu niesen, weil die Katzen hat und deshalb hat mir vergessen. Irgendwann sagt er einfach mal so wirklich um 12 Uhr morgens, also 12 Uhr nachts, oh, ich glaube, der Katzenhaarallergie meldet sich. Das erste, was passiert, eine Katze springt auf den drauf und sie wirklich das so leichte Reaktion. Warte, hast du Katzenhaarallergie gesagt? Okay, Rune of Autumn. Wir haben übrigens schon 4 Blaze Powder, wo haben wir die her? Ich glaube, die haben wir von den, von diesen Pflanzen von. Wie heißt der Mod? Oh, mir fällt gerade der Modname nicht mehr ein. Formcraft ein. Da gab es ja auch noch hier diese Wüstenpflanzen. Ich hab schon wieder vergessen, was ich jetzt brauche. Oh, wir können. Moment, Herr Bart, das macht's nicht erheblich besser. Ich wollte gerade sagen, wir können das total einfach ohne Nether machen. Wir können das aus Glowstone und Redstone machen, aber naja. Bessere Methoden. Dann würde man sich zumindest das Klatschen ersparen. Naja, du musst eigentlich nur einmal mit dem Orange und dem Cleaver durchrottern, da Ende. Nochmal ein paar Nether Bricks machen. Irgendwelche Songs von Blooms droppen das Zeug auch. Ja, das sind die. Diese wollte ich hier haben. Und wo stehen die rum? Die werden in der Wüste generiert. Warum ich wollte ich finde, ich habe gerade eh nichts zu tun. Ja, mach das. Brauchst du die Koordinaten der Wüste?
Ja, wenn nicht. Die Moment. Wüste ist bei. Mach deinen Vergleich mit Waypoint dahin. Ja, bin dabei, aber ich hab mal wieder den für die Map vergessen. J. J. Okay, danke. Das ist bei x1871. 1871. Z2508. 2500, ich will gar nicht wissen, was explodiert ist. 1508. Okay, gut. Jo. Oh, das ist so wundervoll, das ganze Plutonium aufzufüllen. Das tut so gut zu wissen, dass endlich mal was wiederverwertet wird. Geht das jetzt halbwegs mit unserem Verbrauch? Ja, wir müssen halt aber trotzdem nochmal irgendwie schon eine andere Energiequelle noch kriegen dazu. Solarenergie! So, theoretisch können wir sie oben auf den Baum drauf knüppeln. Theoretisch gesehen schon. Trotzdem irgendwie eine scheiß Idee. Irgendwie ja. Gunpowder war's. Oh, wir wollen kein Gunpowder mehr. Aber auf Botania habe ich echt mal wieder richtig Bock. Ja, Botania ist ein cooler Mod. Finde ich auch nicht so katastrophal wie Farmcraft. Stößt mir freundlich aus. Ja, lässt sich. Also ich finde, der Mod ist nicht overpowered, mit dem lässt sich mal anständig arbeiten, nur dass man jetzt 10.000 Sachen mal die Erde untersucht. Ja. Okay, also was brauchen wir dann jetzt noch? Scheiße Wüste. Das haben wir. Wir brauchen nochmal dreimal Laub. Da geht es einfach mal gerade mit der Schere durch die Gemüse. Schere sollten wir hier noch haben. Oh, ich merke, du bist am Erkunden. Ja, also eigentlich fliege ich nur in Richtung Wüste. Sollte ich nicht schon halbwegs entdeckt sein? Ich bin querbeet geflogen. Ja, ich kann gerade so gut wie gar nichts machen. Ich hätte eigentlich gehofft, dass ich das ein bisschen im Ganzen hält, aber. Was? Bin ich total gegen einen Berg geklatscht. Also die Fieber stehen auch gerade still. Ja, lass mir die richtigen Koordinaten geben, was ich entdecke gerade wirklich hundertprozentig neues Gebiet, also auch so komplett drumherum. Wie gesagt, ich bin wirklich querbeet geflogen. Ja. Komm bitte lieber zurück, das ist gerade Katastrophe. Okay. So. Das ist schon noch traurig, dass das dann so anfängt zu laggen. Ja, das ist irgendwas blöd. Ne, wird's dann wohl. Scheiße, dafür braucht man sich den Namen raus. Hallo Zombie. Das ist Zombie. Ah, das tut mir dann auch noch dazu. Was ich halt richtig cool finde, ist beim Plutonium, es läuft irgendwann gegen Null. Also es drückt dann auch ein Brüster dann auch noch ein bisschen, damit schnell zügig raus. Also die Menge verkleinert sich halt immer weiter. Finde ich recht cool gemacht. Ja, das ist cool gemacht. Ah, da dauert noch was. Sehr schön, das ist jetzt fertig. Okay. Rune of Sloth. Rune of Ord. Ich hab's genau vergessen. Obwohl ich immer noch nicht so ganz verstehe, was ein Spinnenauge mit Herbst zu tun hat. Da gären die am besten, oder wie? Boah, ganz bestimmt. Fire, Air, Love.
Okay, wie sieht es? Ah komm, ich push dir noch mal ein bisschen was mehr. Das muss jetzt nicht so lahmarschig gehen. Dope, dope. Alter, 154 Level. Eine Menge. Ja. Man kann uns auch guten Mana investieren. Ja, ich glaube, das Mana werden wir noch brauchen. Ja. Ich dachte ja auch schon mal da kurz davor, mich einfach mal AFK hinzustellen, das gesamte einfach mal den Mana laufen zu lassen. Okay, jetzt haben wir die Rune of Autumn. Jetzt brauchen wir die nur noch die Rune of Sloth. Das ist einmal. Ich glaube, ich kann gleich ein Ei ab. Jetzt haben wir keine Rune of Air mehr. Nein, aber der Rune of Air sollte es jetzt nicht unbedingt scheitern. Nee, nicht so wirklich, das ist aber trotzdem scheiße, finde ich. Okay, String, Feder und Teppich. String, Feder. Ich wollte schon gesagt haben, wir werden jetzt keinen Teppich mehr haben. Ich habe so viel für den scheiß Tempel aufgebraucht. Da wird ja wohl noch ein bisschen übrig geblieben sein. Duff, duff. Auf jeden Fall haben wir es dann jetzt gleich. Also die Rune of Sloth haben wir dann jetzt gleich, die Rune of Pride. Da müssen wir nur noch die ganzen... ja, wie heißt es jetzt? Ah, hier fällt es gleich rein. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Aha. Also müssen wir nur die ganzen Blätter reinpacken und so weiter. Dann müssen wir die Orchiden noch aufstellen. Und dann haben wir ein paar Erze. Ja, na, hoffentlich funktioniert das Ding anständig. Ah, das funktioniert schon noch, glaub mir. Ding wäre ganz cool, wenn man das noch mit einer Quarry verbinden würde. Dann halt. Hm? Es gibt ein kleines Setup, was man machen könnte. Dass man halt über einen Blockplacer immer dann einen Cleanstone hinsetzen lässt und eine Turtle baut das Ganze ab. Ja, so ist meinte ich auch. Kann man eigentlich machen, aber. Ja. Okay, jetzt sogar noch Sloth Air. Und ich kann schon wieder ein Ei aus. Du weißt nicht, was ich jetzt vergessen habe. Boss. Zwei Mana Diamanten. Ach. Ey, heute läuft es bei mir. Aber dafür haben wir jetzt gleich die Blume fertig. Okay, Warte, ich glaube, das Ding würde sowas von das Mana leer saugen. Hä? Lol, das ist runtergefallen. Alter! Hier, ich stelle mich sogar extra hin, danke. Na, das kann ich mir vorstellen, dass es uns das Mana leer saugen wird, aber. Wir können ja dafür extra eine eigene Hydro angefixte Farm machen. Dann haben wir wenigstens das schon mal so ein bisschen beiseite stehen. Ja gut, ich denke mal, wir brauchen ein bisschen viel Hydro gefixt. Aber gut, ist ja nicht das Problem, die sind ja jetzt nicht teuer. Boah, nervig. Ja. Na gut, obwohl die zu machen ist jetzt auch nicht mehr so nervig. Wir haben ja jetzt unsere tolle eine Blume da. Ja, das sind ja wirklich nur Blütenblätter mehr nicht. Okay, alles klar. Living Rock drauf. Und wir haben die letzte Rune fertig. Sehr schön. Ja, schön. Okay, also wir brauchen die Rune of Sloth, die Rune of Pride. Wir brauchen eine Redstone Root. Das Gras und das Lapp schon mal dazu. Dann brauchen wir Grau. Mana Grau. Also 1, 2. Light Gray. Light Gray Mana. Light Blue, Yellow, Green, Red. Light Blue, Yellow. Warte, das ist Green und Red.
Okay. Zweimal so. So. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, ob das klappt. Ja, so. War es close. So, Moment, warte, ich bin jetzt auch gleich da. Ich will das aussehen. Ja, ja, ich muss mal gerade ein bisschen ausleuchten. Ich habe aus Versehen ein bisschen fail Wasser gesetzt. Ah. Und hier sind auch noch ein paar Stellen, wo nicht richtig ausgeleuchtet ist. Ah, möglich. Aber unwahrscheinlich. Ah, glaub mir, hier war einiges. Wie lange brauchst du noch? Theoretisch bin ich bei unserem alten Haus. Jetzt muss ich mir wieder den Baum finden, ohne dass ich Gebiet renne. Das ist nicht so einfach. Ich hab mir keinen Wegpunkt direkt am Baum gesetzt. Ich hab nicht nur genau im Kopf, in welcher Position der so vom Haus aus steht. Dass ich gerade immer nur ein der Chunk rendert, über dem ich fliege, ist das was knifflig. Ja. Also auf jeden Fall ist die ganze Suppe schon mal drin. Wir brauchen nur noch einen Seed. Und dann haben wir's. Ich warte jetzt gerade noch auf dich. Soll ich dich abholen kommen, oder? Mein Game ist gerade gefreezed. Ich bin zu viel rumgeflogen. Dein Ernst? Möchte schon, Moment, ich... Was? Ah, nein, nee, da Moment, das meine Partikel. Ich habe auch hier gerade keine, was rumfliegen. Ah. Geht's oder? Ja, irgendwie ist gerade alles abgekackt. Kannst du mich importen oder so? Hier tut sich gerade echt gar nichts mehr. Jo, ich port gerade rüber. Moment. Ich flieg mal gerade extra nach oben. Ah, Moment. Hab den Befehl jetzt gerade schon eingegeben, kann ich? Ja, ja. Okay. Hallo. Und bist auf jeden Fall neben mir. Okay, ja, ich hab noch. Gar nichts. Ah, Moment, da kommt's. Boy. So, ja, ich glaube, ich bin halbwegs da. Gut. Also die ganze Suppe ist drin. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch von Alzheimer ein Seed reinschmeißen. Hey. Und du hast die Blume. Oh ja, ich habe gehört, die werfe ich jetzt in Lava. Ey, ich würde dich so umbringen. Jetzt hätte das Prinzip so ein Creep aus einer unausgelegten in eine Ecke kommen müssen, das Ding, an dem im Moment, in dem ich es gedroppt hätte, hochjagen müssen. Ey, ich hätte so einen Schreikampf bekommen, das glaubst du nicht. Ich finde das lustig. Ja, ich würde sagen, die Hydro-AGAs, die könnten wir jetzt mal testen, oder? Ich gehe mal gerade ein bisschen Teams anholen. Oh, wir haben einen. Ich wollte schon gesagt haben, so, wir müssen nur noch Teams übrig haben. Wo setzen wir die hin? Hier ist noch relativ frei. Müssen wir halt jetzt noch. Die Frage, die müssen wir jetzt erstmal noch bei Manas wieder betreiben, oder? Ja, wollen wir dafür erstmal die Rose Arcane dazu nehmen? Ja, würde ich sagen. Ah, ich glaube, das war ein bisschen fail. Setzen wir einfach hier noch einen Mana-Pool hin und ist gut. Was zum Teufel macht die Rose Arcana nochmal? Das war die EP gleich Mana Blume. Ach ja, genau. Kann ich da einfach MP reinrotzen mit Rechtsklick oder so? Nein, du musst dich einfach daneben stellen. Oh, ich seh's. Alter, mein EP schmelzen. Ja, du brauchst aber auch nicht. Ja. Oh, die ist schon. Ja, gut, der ist aber schon fast voll. Da sollten wir vielleicht auch noch einen Mana Pool dran rotzen. Ja, das wäre nicht schlecht. Und ein Mana Spreeder. Ja, wir haben noch einen Mana-Spieler übrig. Ja? Ja, ich hole ihn schnell, den habe ich eben noch zufällig entdeckt. Dann mache ich noch mal einen Mana-Pool. Ich will eben wieder finden, aber irgendwo habe ich den eben gesehen. Der lüttet Mana. Ja. Also den Mana-Pool habe ich jetzt mal hier nebengestellt.
Jo. Ich rotz mal ein paar EP rein. Ich hab noch 40 Level. Soll ich mal ein paar EP aus unserem Lager unten holen? Kannst du auch nochmal machen, aber ich glaube, das ist gerade überbewertet. Gucken, wie viel der Pool jetzt so drin hat. Oh, gar nichts, sagst du? Das hat fast nichts gebracht. Naja, das kommt jetzt alles nach und nach. Aber ich glaube, aber nach der Folge bin ich auf jeden Fall pennen. Ja, ja, ich habe auch keinen Bock mehr. Ja, mache ich jetzt extra eine längere Folge draus. Ja, weißt du, dass auch, wieso so gut wie gar nichts drin kommt? Wieso? Ganz einfach, die Oshid frisst das alles sofort weg. Oh, okay. So, hab nochmal 60 Level. Wollen wir nochmal gerade ganz kurz das einmal durchlaufen lassen? Dann kannst du mal ganz schnell die Aufnahme. Ja, würde ich sagen. Würde ich sagen, dann bis gleich. Wir haben das jetzt mal hier gerade ein bisschen laufen lassen. Ich bin auch ehrlich, bin mal gerade in Game Mode gegangen, weil ich jetzt mal schauen wollte, ob das mit den Sparks schneller geht. Die werde ich jetzt aber auch gleich vernichten. Und naja, momentan hält sich diese Ausbeute ein bisschen in Grenzen. Oh, nur ganz dezent. Also mit etwas Glück, wenn wir noch 5 Jahre Mana reinstecken, kriegen wir vielleicht ein Kohleerz. Aber das wäre schon mal was. Ja. Ich stelle jetzt mal als Beispiel nochmal so ein TNT daneben, neben den Tropinium. Also wir machen das jetzt schon eine ganze Weile, haben da auch schon hunderte Level reingesteckt. Diverse TNT-Blöcke. Der Mana-Pool wird aber auch irgendwie voller. Ja. Der, die zieht sich auf jeden Fall immer weiter Mana, das kann ja wirklich nur sein. Also, bist du sicher, dass der sich Mana zieht? Ich denke, weil das fühlt sich auch so langsam. Kann auch sein, dass wir wirklich momentan was falsch machen. Aber ich würde sagen, wenn ihr irgendwie weiter wisst, schreibt mal in die Kommentare. Ich bin gerade echt zu müde noch zum Denken. Ja. Oh! Ja, wir haben die nicht anständig verbunden, glaube ich. Ich habe gerade mal mit der Wand of Faust was dran rumgespielt. Wohin? An der Oshid oder was? Ja, die hat gar kein Mana gesogen. Ja, jetzt ist der Mana-Pool schon so leer. Jetzt funktioniert's auch. Ich krieg gleich einen Schreck. Gar nicht mit dem Mana-Pool verbunden. Alter, dann frisst. Die Level aber echt nicht viel Mana. Ich krieg gleich noch einen Schreikrampf. Aber es hat auf jeden Fall ein cooles Geräusch. Lautes Fuck. Ja. Alter, die Intropinium wird echt leer gesaugt. Wenn du nochmal Lust hast, kannst du ja nochmal ausgehen, so ein paar Ritualen hinplatzieren. Auf jeden Fall, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Und jetzt müsst ihr auch nicht mal reinschreiben, wie das jetzt geht, das wissen wir jetzt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Jo, ciao.